Yo, was geht ab, Leute? Team Bubbletier. Heute mal mit einer Discussion-Video. Und zwar wurde gestern, also ich weiß nicht, für euch ist es dann letzte Woche oder so, kommt drauf an, wann ich das Video hochstelle, bekannt gegeben worden, dass auf der nächsten YCS, also so einer US-YCS, nicht bei uns, erstmal, so für ein Winamet Side Event wird halt ein besonderes Format benutzt, und zwar, weiß nicht, ich habe den Begriff Beta-Format jetzt ein paar Mal gelesen, und zwar wird jetzt die Anzahl der Summons beschränkt, was ich ganz interessant finde, deswegen heute auch das Video. Und zwar kann man insgesamt 3 Summons machen. Eine Normal Summon, eine Special Summon aus dem Extra Deck und eine andere Special Summon, also halt normale Special Summon. Und das fand ich halt ganz interessant. Also so eine ähnliche Idee hatten ich und meine Freunde auch schon mal. Haben wir mal diskutiert, weil ohne Scheiß, Yugi ist einfach viel zu schnell geworden. Richtig abartig. Power Creep und so. Weiß jeder. Und da hatten wir ja auch schon mal die Idee, dass man die Special Summons, also so wie die man kann nur eine Normal Summon machen, und dass man die Special Summons jetzt auch limitiert, zum Beispiel auf 2 oder 3 jetzt. Hatten wir auch mal die Idee, also jetzt nicht so speziell wie Konami es gemacht hat, dass man nur eine aus dem Extra Deck und eine andere machen kann, sondern einfach allgemein für alle Special Summons nur 2, hatten wir die Idee. Und wie gesagt, Konami hat halt jetzt diese Idee. Testen die mal aus, glaube ich. Und wäre halt interessant, wenn das jetzt irgendwie sich verbreiten würde, dieses Beta-Format. Also, weil das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Muss ich schon sagen. Da steht es auch, also, was die geschrieben haben, dass es für Leute sind, die ein langsameres Meta, langsameres Format bevorzugen, ist das geeignet. Und was gibt es da noch zu sagen, also was die sich ausgedacht haben, also Pendle Summon zum Beispiel zählt als Spezialbeschwörung aus dem Extra Deck und als diese andere Spezialbeschwörung, heißt also Pendle Summon kostet 2 von den 3 Summons, die du pro Runde hast. Und Besonderheiten gibt es noch, du kannst keine, also das haben die jetzt für dieses Format mal als Restriction festgesetzt, du kannst keine weiteren Normal Summons bekommen, also erhalten, zum Beispiel durch Double Summon, oder hier steht zum Beispiel als Beispiel Constellar Pollux, wenn du den normalst, kriegst du ja noch eine Normal Summon. Und ich nehme mal an, das gilt auch für die Josenjus, weil das, glaube ich, ansonsten wären die halt zu stark für das Format, könnten die halt einfach alles specialen, und während die anderen Decks sehr stark limitiert sind, eingeschränkt sind, würden die einfach abgehen. Deswegen haben die, glaube ich, das mal jetzt so als Probe festgelegt. Also ich finde es auf jeden Fall richtig interessant. Und eure Meinung dazu würde mich auch sehr interessieren. Deswegen schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr auch, dass Yugi viel zu schnell geworden ist? Und wie findet ihr das Deck, also das Format, und meine ich? Und was für Decks würdet ihr in dem Format spielen? Oder allgemein, was haltet ihr von dem Format? Würdet ihr das gerne auf einer YCS oder so sehen? Also, April kommt ja YCS Bochum, wurde vor kurzem angekündigt. Wäre cool, wenn das dort auch geben würde. Ja, hinterlasst einen Kommentar. Ansonsten war's das, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, an unsere anderen Videos abchecken. Und ciao.